Die Musik, das ist das Medium, so kann ich mich am besten ausdrücken. Ich kann meine innersten Gedanken und Gefühle sozusagen auf diesem Wege kommunizieren. Es ist immer sehr spannend, mit einem Orchester das erste Mal zusammenzuarbeiten. Natürlich das Gleiche gilt für den Dirigenten ebenso. Man macht sich natürlich irgendwo eine gewisse Vorstellung, wie könnte die Arbeit, die Zusammenarbeit laufen, aber sicher ist man sich nie. Und es ist wirklich oft eine Frage, wie man zusammenpasst, ja, ob man die gleiche Wellenlänge hat. Einen schönen guten Morgen. Ich darf Ihnen unsere Solistin vorstellen, Margarita Hoehnrieder. Guten Morgen. Ich freue mich sehr. Das ist heute meine erste Arbeit mit Fabio Luisi. Er versteht es, genau auf das Wesentliche einzugehen. Er kann sich sehr gut ausdrücken. Er ist sehr, sehr feinfühlend. Ich kann sehr frei musizieren. Er hört genau, was mache ich. Und diese feinen Nuancen, die sind natürlich irgendwo die Grundlage auch für ein wirklich natürliches und spontanes Musizieren. Die zwei Viertel ein kleines bisschen kürzer und ein bisschen mehr Marcato, sonst ist das alles zu. Es muss sich hervorheben von ihrer Bewegung und von den liegenden Akkorden. Man spürt es einfach, dass das wirklich ein Orchester ist, was eine jahrhundertelange Tradition einfach mit sich bringt. Und einmal, der Klang ist einfach sehr, sehr homogen und ich finde die Musiker auch wirklich sehr, sehr aufeinander hörend. Und was mir auch von Anfang an aufgefallen ist, das ist eine Natürlichkeit der einzelnen Musiker. Ich habe bei keinem einzigen irgendwie eine Art Überheblichkeit oder Arroganz gespürt. Nein, es ist irgendwie eine Bescheidenheit da, obwohl sich jeder bestimmt bewusst ist, wie gut er ist und in welchem Orchester er spielt. Aber es ist sehr angenehm einfach. Thank you.
Meine Mutter, die hat Klavier gespielt und dann wollte ich so mit 5 Jahren etwa, wollte ich dann auch Klavier lernen. Den allerersten Unterricht habe ich eigentlich bei meiner Mutter gehabt und dann hatte ich wirklich das große Glück und bin zu einer wirklich fantastischen Lehrerin gekommen, die in unserer Nähe auch noch gewohnt hatte, eben zu Anna Stadler. Und hatte dann schon eben relativ früh, einmal mit 10, einmal mit 13, dann Jugendmusiziert gewonnen. Und dann kam, da war ich glaube ich 13, dann kam mein erster internationaler Wettbewerb, Concertino Praga. Und dann zum Schluss eben als wirklich großen internationalen Wettbewerb, eben den Busoni-Wettbewerb. Und ich muss sagen, im Vergleich zu anderen, die irgendwie ungern zu Wettbewerben fahren, ich habe das immer gerne gemacht. Und zwar jetzt nicht irgendwie, um andere zu besiegen, sondern ich habe gewusst, wenn ich mich auf einen Wettbewerb vorbereite, da gehe ich dann an meine Grenzen. Das mache ich sonst nicht. Und das hat mir immer einen speziellen Reiz eigentlich gegeben, dieses immer an meine Grenze zu, oder über die Grenze zu kommen. Mit 17, also noch während meiner Schulzeit, habe ich dann an der Hochschule angefangen. Und das war für mich klar, München. Vor allem war es mir eigentlich auch sehr klar, dass ich zu Ludwig Hoffmann wollte. Ich wollte, wenn dann auch, zu einem Lehrer, der selber einfach wirklich Konzerte spielt. Und er war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich der große deutsche Virtuose. Und das hat mich interessiert, von der Art her mal sozusagen eher im Gegensatz zu meiner ersten Lehrerin mal kennenzulernen. Und nach meinem Studium an der Münchner Hochschule bin ich für 2 Jahre nach Baltimore. Ich hatte ein Stipendium von der Deutschen Studienstiftung. Und jetzt war die große Frage, wohin gehe ich? Und dann tauchte Leon Fleischer auf. Ja, für mich ist er einfach ein Philosoph am Klavier. Er ist sehr, sehr tiefgründig und für ihn war das Timing in der Musik, ja, das war für ihn total wichtig. Also es war auf einmal sozusagen eine neue Ära, auch für mich. Nicht, dass ich vorher unrhythmisch gespielt hätte, aber er hat eben ganz großen Wert auf den Puls in der Musik gelegt. Das gab mir dann schon noch mal eine andere Ebene. Außerdem musste ich mich wirklich umstellen, weil er nur in Gruppen unterrichtet hat. Das praktiziere ich auch gelegentlich. Jede Woche ein neues Werk auswendig und so weiter. Und dann waren wir halt dann wirklich jede Woche in einer Vorspielsituation. Und dann musst du gleich weitermachen. Nicht eine Viertel oder eine Achtel mehr, ja? Meine Schüler, meine Studenten sind mir wirklich sehr ans Herz gewachsen und es ist für mich wirklich eine sehr große Verantwortung. Und zurzeit sind es 7, sind auch manchmal weniger. Ich habe nur eine halbe Stelle, das wollte ich auch von Anfang an nur, weil ich wusste, dass ich eben auch auf Konzertreisen bin und damit ich da eben gerecht werden kann, ist das eigentlich für mich eine sehr gute Lösung. Also dieses Koordinieren zwischen rechter und linker Hand ist schwierig. Ich würde hier einfach mal hergehen und wie ein Schlagzeuger einfach mal dieses gleichmäßige Trommeln üben. Was im Moment in meiner Klasse auffällig ist, dass auch mal deutsche Studenten da sind. Sonst habe ich immer wesentlich mehr Studenten aus dem Ausland, natürlich viele aus Japan. Ich bekomme immer mehr aus Russland. In China habe ich einen Studenten, der sehr begabt ist. Danke. Und das vielleicht noch ein bisschen witziger, ja?
bisschen über was freuen. Es ist eine große Chance, mit Frau Hönlieder zu arbeiten. Es ist viele interessante Dinge. Immer bei uns, sie sagt viele Dinge, das für Interpretations, auch Finger einschlagen, Musik, so wie gemeint, die Musikseele auch. Und sie ist eine unglaublich gute Professorin. Ja, jetzt klingt ganz anders. Ja, man muss manchmal lächeln beim Spielen, ne? Ich habe schon gelernt, mich immer sehr kritisch zu betrachten. Dafür bin ich auch sehr dankbar, weil das ist wahnsinnig wichtig. Versuche ich auch meinen Schülern zu vermitteln, je kritischer sie eingestellt sind, denke ich mal, desto produktiver ist die Arbeit. Aber was ganz wichtig ist, wenn sie Konzerte spielen, das ist der Glaube an sich selbst. Natürlich wird der auch gelegentlich erschüttert, aber im Prinzip sollte er da sein. Das unerschütterliche Vertrauen an sich selbst. Sie schauen einfach mal auf den Flügel, ob es okay ist, und ich suche mal den Herrn Helfer. Alles klar, genau. Jetzt gilt's, dieser Moment, der ist einfach da, ja, bei Musikern, bei Sportlern, jetzt gilt's. Und bei Studioaufnahmen, da gilt's zwar auch, haben Sie das Mikrofon, aber da haben Sie immer die Möglichkeit, ich kann es noch ein zweites Mal machen, ich kann es auch ein drittes Mal machen, im Prinzip so oft ich will. Mit den heutigen Möglichkeiten kann man ja sehr viel zusammenschneiden. Und ich denke mal auch, der Schwung, der dann bei einem Live-Konzert da ist, den werden Sie selten so in einer Studioaufnahme haben. Selten, aber auch da gibt es Ausnahmen. Ja, jetzt glaube ich. So, darf ich? Ja. Auftritt.
Spielen Sie was? Das war dann ein spontaner Gedanke nach dem C-Dur-Konzert von Beethoven, einen Satz aus der C-Dur-Suite von Genzmer zu spielen. Es war mir irgendwie auch gerade in diesem Moment ein echtes Bedürfnis, an ihn zu denken. Und darum habe ich mich da ganz schnell zu diesem kurzen Satz entschlossen. Außerdem ist es mir irgendwie auch blitzartig in den Sinn gekommen, dass das Thema des dritten Satzes von Beethovens C-Dur-Klavierkonzert eine wunderbare Fortsetzung findet in diesem Quartenwirbel des letzten Satzes aus der Suite. Also irgendwie, glaube ich, ist da ein unsichtbares Band. Die Zusammenarbeit war sehr, sehr schön. Es ist eine echte Partnerschaft entstanden und sie hat eine sehr angenehme, natürliche und unparfümierte Art zu musizieren, die eben der Art der Staatskapelle, die sehr ehrlich ist, sehr entgegenkommt. Guten Tag, das ist aber lieb. Ja, wunderschön. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ich fand den Abend sehr harmonisch. Ich finde, wir waren sehr gut zusammen. Es war sehr einfühlsam, es war impulsiv und auf der anderen Seite auch sehr, sehr poetisch. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt und ich denke, es war von beiden Seiten auch wirklich intuitiv. Thank you.